Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Das Thema ist der Wiederaufbauplan und der adaptierte Finanzrahmen, den die Europäische Kommission am Mittwoch präsentieren wird. Martin Sellmayr wird Ihnen eingangs die Eckpfeiler und die Hintergründe skizzieren. Dann, wie üblich, freuen wir uns auf Ihre Fragen, entweder on the record oder off the record. Und wenn es ein Problem gibt, die Fragen per WebEx zu stellen, Sie haben ja alle auch meine E-Mail-Adresse. Sie können mir diese auch sehr gerne per Mail schicken, dann kann ich sie vorlesen. Und wenn möglich, würden wir Sie bitten, die Kamera zu aktivieren, damit wir einander sehen können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sabine. Ich freue mich, mit dir dieses Pressegespräch zu machen, durch eine Plastikwand abgetrennt wie bei Willkommen Österreich, und freue mich, dass auch ein paar im Saal sind, und begrüße auch die Teilnehmer an den Bildschirmen. Wir sind in einer ganz wichtigen Woche und deshalb wollte ich Sie alle darauf ein bisschen vorbereiten. Ich habe in 15 Jahren Brüssel viele wichtige Momente erlebt, aber ich glaube, man kann schon sagen, was uns diese Woche bevorsteht, ist ein ganz besonders wichtiger und ich würde sogar sagen historischer Moment, der die Natur der EU-Finanzen sicherlich verändern wird, fundamental, der die Natur der Europäischen Union ein Stück weiterentwickeln wird und der, wenn das erfolgreich gelingt am Ende, auch die Positionierung Europas in der Welt deutlich verändern und sichtbarer machen wird. Einige, so möchte ich vielleicht auch anfangen, vergleichen diesen Moment mit einer Art Hamilton-Moment. Ich möchte da kurz drauf eingehen, bevor ich auf die Details unserer Überlegungen eingehe, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Da kann man immer streiten. Historische Vergleiche hinken immer ein bisschen, aber sie haben auch einiges für sich. Ich erinnere noch mal daran, worum es da geht bei diesem Hamilton-Moment. Wir gehen zurück ins Jahr 1790. Damals waren die jungen US-Kolonien, 13 an der Zahl, in einer Notsituation. Sie hatten gerade einen Bürgerkrieg hinter sich. Dieser Bürgerkrieg hatte die jungen Kolonien zwischen 25.000 und 70.000 Menschenleben gekostet. Die meisten übrigens nicht auf dem Schlachtfeld, sondern durch Krankheiten, Epidemien, vor allem die Pocken, die damals gewütet haben. Wir hatten eine Situation, wo alle US-Staaten damals sehr verschuldet waren. Vor allem waren die Nordstaaten verschuldet. Die Südstaaten waren agrarisch strukturiert, Großgrundbesitzer, denen ging es besser. Die waren solider finanziert und hatten auch eine bessere Ausgangsposition. Und es gab Streit damals. Es gab Streit, es kommt fast bekannt vor, zwischen Nord und Süd. Ja, wie trägt man eigentlich die Last des Krieges? Diese Schulden waren entstanden dadurch, dass man sich bei spanischen, französischen und niederländischen Banken und Financiers für die Kriegskosten finanzieren musste. Und jetzt ging die Frage, wie zahlt man das wieder zurück? Und es kam damals im Juni 1790 zu einem historischen Abendessen in New York zwischen Alexander Hamilton, der so eine Art Finanzminister war, Thomas Jefferson und Herrn Madison, das waren die drei Verfassungsväter der USA, wie man später sagte. Das wussten die damals aber noch nicht. Und die haben sich bei diesem Abendessen auf einen historischen Kompromiss geeinigt. Sie haben sich darauf verständigt, dass die junge US-Bundesregierung, die damals in New York ihren Sitz hatte, die Fähigkeit bekommt, die sie davor noch nicht hatte, an den internationalen Finanzmärkten im eigenen Namen, im Namen des jungen, schwachen US-Bundesstaates, Anleihen zu begeben und damit über die kommenden Jahre die Kriegsschulden zurückzuführen und diese gemeinsame Anstrengung zu bewältigen. Und dazu sollte sie auch die Fähigkeit bekommen, eigene Einnahmen zu bekommen, die neue US-Bundesregierung, vor allem aus Zoll und Steuern, die es zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht gab. Also wirklich ein wichtiger Moment. Viele sagen, das war der Moment, wo die USA international finanziell sichtbar wurden gegenüber den Geldgebern in Spanien, Frankreich und den Niederlanden, wo sie aber auch zum ersten Mal solidarisch sich beschlossen haben, eine gemeinsame Herausforderung, die Kriegsfolgenbewältigung, gemeinsam zu stemmen. Und deshalb sehen viele darin den Beginn einer langen, langen Aufstiegskurse der USA zur Weltmacht. Wenn wir fast forward zu heute machen, 230 Jahre heute ist es, wir sind wieder so im Juni, Mai, Juni, 18. Mai gab es eine wichtige Videokonferenz, also heute gibt es Videokonferenzen, keine Abendessen, Videokonferenz zwischen der deutschen Bundeskanzlerin, dem französischen Staatspräsidenten Merkel, Macron, eng begleitet, per SMS-Kontakt vorbereitet und nachbereitet
durch zwei starke Frauen, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde. Und in diesem moderneren Format, ohne Essen und in technischer, digitaler Form, verständigt man sich ebenfalls auf etwas ganz Wichtiges, nämlich darauf, die Folgen der Corona-Pandemie, die man als gemeinsame Herausforderung sieht, dass die gemeinsam von allen europäischen Staaten gestemmt werden sollen. Die Corona-Pandemie hat zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 100.000 Menschenleben in Europa gefordert. Und als Instrument soll die Europäische Kommission im Namen der Europäischen Union Anleihen an den internationalen Kapitalmärkten begeben können, und zwar in einem Volumen von 500 Milliarden Euro. Und die soll teilweise über künftige Einnahmen auch über den jetzigen Finanzrahmen hinaus finanziert werden. Also Sie sehen, da gibt es ein paar Parallelen, auch wenn die technische Ausstattung anders, die handelnden Personen anders sind und auch die Größenordnungen anders sind. Die Größenordnung bei Hamilton, da ging es damals um 77 Millionen US-Dollar. Ja, das sind, selbst wenn man das auf die heutigen Kaufkraftverhältnisse umrechnet, sind das 2,1 Milliarden. Also der finanzielle Gründungsmoment der USA war eine gemeinsame Verschuldung von 2,1 Milliarden Euro. Wir reden hier jetzt doch über ein ganz anderes Volumen von 500 Milliarden Euro, was zeigt, dass wir doch in einer anderen Zeit, natürlich auch in einer anderen staatlichen Struktur sind als damals. Damals wie heute, und da kommen wir schon wieder zu Parallelen und Unterschieden, reicht dann natürlich ein Dinner nicht aus. Es reicht auch heute eine Videokonferenz nicht aus. Herr Hamilton musste damals den Kompromiss vom Abendessen, Sie wissen, beim Abendessen hat man ein paar Notizen auf der Serviette notiert und dann ein paar Zettel nebenhin. Das musste in einem ausführlichen Vorschlag seinem Debt Assumption Plan ausformulieren, der mehr als 1000 Seiten umfasste, und dann dem amerikanischen Kongress präsentieren. Beim ersten Mal scheiterte es. Es gab viel Streit darüber zwischen Nord und Süd. Und erst beim zweiten Anlauf gelang es. Das zog sich dann noch über ein Jahr hin. Auch hier bei uns ist natürlich die Videokonferenz Merkel-Macron und die parallele Zusammenarbeit mit von der Leyen und Lagarde nicht ausreichend. Wir brauchen die Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments. Und daran wird zurzeit gearbeitet. Bei dem Abendessen 1790 wurde Alexander Hamilton beauftragt, das Ganze auszuformulieren. Diesmal ist Ursula von der Leyen auch beauftragt worden, das Ganze auszuformulieren. Und was diese Woche Mittwoch kommt, ist also dann der detaillierte Plan, also vom Hamilton zum von der Leyen-Plan oder man könnte auch sagen Geohan-Plan, weil natürlich diese Ausformulierung überwiegend durch den EU-Budget- und Haushaltskommissar geleistet wird. Das sind etwa 2000 Seiten. Der EU-Haushalt ist eine umfangreiche finanzielle Verpflichtung für 7 Jahre. Da reicht es nicht aus, ein paar Gedanken auf 2-3 Seiten aufzuschreiben, sondern das muss durchfinanziert sein, das muss durchgerechnet sein, da muss klar gesagt sein, wer, wofür, warum. Und daran möchte ich jetzt im Folgenden kurz eingehen. Was bereitet also die Kommission genau vor? Und ohne, dass ich Geheimnisse für diese Woche verrate, die Grundarchitektur steht eigentlich schon seit einigen Tagen fest und ist, glaube ich, auch leicht darstellbar. Es gibt zwei Säulen in diesem Vorschlag, den die Kommission diese Woche vorstellen wird. Zum einen ist das der mehrjährige Finanzrahmen als solcher. Die EU hat ja die Eigenschaft, dass wir uns nach unseren Verträgen alle 7 Jahre darauf einigen, wie viel Geld geben wir gemeinsam für 7 Jahre auf. Das als solches ist immer schon eine Art von Neugründungsmoment der Europäischen Union, weil wir uns für 7 Jahre festlegen, was geben wir maximal gemeinsam aus, das ist auch gleichzeitig eine Obergrenze dabei, und welche Projekte finanzieren wir gemeinsam in den kommenden 7 Jahren. Also ein ganz wichtiger Moment von Solidarität, Eigenverantwortung, wo ja jeder Finanzminister rechnen muss. Jeder Mitgliedstaat genau rechnen muss und die Kommission genau rechnen muss, damit es sich am Ende ausgeht, damit es sich am Ende rechnet und wir das, was politisch gewollt wird, auch finanzieren können. Das ist die eine Säule und diese eine Säule, auch da ist die Größenordnung eigentlich bereits bekannt. Das wird sich etwa um 1 Billion Euro bewegen. Wir waren hier schon kurz vor dem Durchbruch. Das ist ja seit Mai 2018 wird das verhandelt. Das ist noch von der Juncker-Kommission vorgeschlagen worden. Ich habe selbst an diesem 2000-seitigen Text damals mitgearbeitet und an dem die gesamte Kommission arbeitet, Tag und Nacht. Und diese 1 Billion Euro, da war man fast schon bei der abschließenden Einigung im Februar vor dem Schwerpunkt der Corona-Pandemie. Und es wird etwa in dieser Größenordnung, auf der man sich da im Februar fast verständigt hat, bleiben. Denn durch die Corona-Pandemie hat sich vieles verändert. Zum einen hat sich verändert, dass das, was man vorher, als man um 10 oder 20 Milliarden gestritten hat, das ist durch die
großen Ausgaben, die alle Staaten in Europa und in der Welt gestemmt haben, jetzt in der Krise natürlich fast sekundär geworden, auch wenn man immer, auch wie in der Kommission, genau rechnen muss. Und die Größenordnung 1 Billion ist eigentlich diejenige, die entscheidend ist, ob es 1,04 oder 1,05 oder 1,06 ist. Darüber wird man noch diskutieren müssen, aber das ist in den großen Gesamtzusammenhängen nicht mehr ganz so entscheidend. Die zweite Säule ist eine, an der die Kommission bereits im April von den Mitgliedstaaten beauftragt worden ist, nämlich einen Recovery-Fonds, einen Wiederaufbaufonds oder ein Wiederaufbauinstrument zu ergänzen. Und das wissen wir seit der Einigung mit Merkel und Macron, die notwendig, aber nicht ausreichend natürlich für die Gesamteinigung ist. Da ist die Idee der Kommission, die die Kommission schon vorher in den Verhandlungen untergebracht hat, dass wir das über von der Kommission begebene Anleihen finanzieren, wird natürlich auch Bestandteil des Vorschlags der Kommission diese Woche sein. Das heißt, 1 Billion Euro etwa über den EU-Haushalt, das sind durch Beiträge der Mitgliedstaaten, Mehrwertsteuereinnahmen finanziert. Auf der anderen Seite 500 Milliarden Euro, also 0,5 Billion etwa, da können nochmal 50 Millionen hin, her und zurückkommen, aber das ist etwa die Größenordnung, wird also über Anleihen begeben. Diese 500 Milliarden sind nicht das erste Mal, dass die Europäische Kommission Anleihen begibt. Die Kommission begibt seit den 70er Jahren an den Finanzmärkten Anleihen in unterschiedlichen Größenordnungen. Nach der Ölkrise und den Wirtschaftskrisen der 70er Jahre wurde die Kommission mehrfach ermächtigt, von den Mitgliedstaaten Anleihen im Werte von 2,5 Milliarden Euro, würde man heute sagen, zu begeben. Das war so der Anfang. Das waren die sogenannten Ortolie-Fazilitäten in den 70er Jahren, benannt nach dem damaligen französischen Vizepräsidenten der Kommission. Im Zuge der Finanzkrise ab 2008 haben die Mitgliedstaaten die Kommission ermächtigt, 50 Milliarden Euro an Anleihen an den Finanzmärkten aufzunehmen für Zahlungsbilanzhilfen für die Mitgliedstaaten, die nicht dem Euro angehören, die eine eigene Zahlungsbilanz und eine eigene Währung haben. 50 Milliarden Euro, das wurde auch schrittweise aufgestockt, aber maximal waren es 50 Milliarden Euro. Und für die Staaten im Euro-Währungsgebiet wurde die Kommission ermächtigt, im sogenannten EFSM, der Europäischen Finanzstabilitätsmechanismus, Anleihen in Höhe von bis zu 60 Milliarden Euro zu begeben. Also diese 110 Milliarden Euro waren das Höchste, was wir in der Geschichte jemals zeitgleich hätten begeben können. Und dazu ist gekommen jetzt im Zuge der Corona-Krise ein weiteres Instrument, das sogenannte SUR-Instrument. SUR ist ein Unterstützungsinstrument für die Arbeitslosen, Unterstützungs- oder Arbeitslosenversicherungssysteme der Mitgliedstaaten, die am meisten von der Corona-Krise und der daraus folgenden Arbeitslosigkeit betroffen sind. Und hier kann die Kommission bis zu 100 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufnehmen. Aber wenn Sie das zusammennehmen, sehen Sie, dass 500 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufnehmen, und das ist jedenfalls der Vorschlag, hinter dem Deutschland und Frankreich bereitstehen. Das ist eine gewaltige Summe, und das ist auch im Wesentlichen zwischen den Mitgliedstaaten unstreitig, dass die Kommission das machen soll. Warum eigentlich Anleihenfinanzierung? Warum zahlen die Mitgliedstaaten nicht einfach mehr in den EU-Haushalt? Nun zum einen, weil wir in der Corona-Pandemie alle Mitgliedstaaten ja ihre öffentlichen Finanzen sehr angespannt haben, sehr viel Geld bereits eingesetzt haben, um ihre Wirtschaft, Arbeitsplätze und ihre Gesundheitssysteme zu unterstützen. Deshalb ist da wenig Spielraum, um noch mehr Kapitalbeiträge in den EU-Haushalt zu leisten. Und zweitens ist es nicht sehr sinnvoll, in den EU-Haushalt mehr Geld einzuzahlen, wenn man der EU die Möglichkeit gibt, die modernere Möglichkeit, sich an den Kapitalmärkten zu refinanzieren. Jeder Finanzminister tut das ja heute. Jeder Finanzminister, also der deutsche oder österreichische Finanzminister, der hat ja das ganze Geld, was augenblicklich in die Wirtschaft gesteckt wird, das hat er ja nicht auf dem Konto liegen. Das wäre ein sehr unsinniges Wirtschaften, sondern das hat er an den Finanzmärkten aufgenommen. Und zwar zum jetzigen Zeitpunkt zu extrem günstigen Bedingungen. Sowohl der deutsche als auch der österreichische Finanzminister, auch der luxemburgische oder finnische Finanzminister gewinnt zurzeit Geld, wenn er sich an den Finanzmärkten verschuldet, weil nämlich augenblicklich die Staatsanleihen Österreichs und Deutschlands negativ verzinst sind und deshalb eine dem Finanzminister sogar noch zusätzliche Einnahmen bringen. Für 100 Euro, die man an den Finanzmärkten aufnimmt, muss man nur 95 Euro etwa zurückbezahlen, wenn ich da etwas vereinfacht darstellen kann. Das hängt natürlich von Finanzminister zu Finanzminister ab. Wir sind also augenblicklich in einer Zeit, wo es extrem günstig ist, an den Finanzmärkten Geld aufzunehmen. Es wäre also finanziell sogar fast unsinnig, jetzt Bargeld in die Hand zu nehmen, sondern man macht das eben jetzt über zumindest ein Drittel der gemeinsamen Aufgaben soll über diese Anleihen finanziert werden.
Wofür soll das zusätzlich lukrierte Geld ausgegeben werden und wie soll das aussehen? Und hier gibt es eine ganz wichtige Weichenstellung, die schon im Europäischen Rat Ende April, am 23. April diskutiert und konsensfähig gemacht wurde, dass das mit dem EU-Haushalt direkt verknüpft werden soll. Das heißt, es wird nicht ein zusätzlicher Fonds geschaffen, es wird nicht eine zusätzliche intergouvernementale Organisation eingerichtet, also beispielsweise ein neuer ESM. Wenn man das täte, müssten die Mitgliedstaaten den ja erstmal aufbauen, dann müssten sie da Kapital einbringen und das wäre wieder teurer, sondern man nimmt das gemeinsame aufgebrachte Geld im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens von 1 Billion Euro und sagt den Finanzmärkten, das ist sozusagen die Sicherheit, 1 Billion Euro, das ist ja doch eine Ansage, die wir gemeinsam als in 7 Jahren als 27 Staaten, als 27 wohlhabende Staaten ausgeben werden. Und deshalb sind wir deshalb auch kreditwürdig, um die Hälfte davon nochmal an den Finanzmärkten aufzunehmen. Das Geld wird aber dann kanalisiert in der Auszahlung über den EU-Haushalt, also über die bewährten juristischen und finanztechnischen Bahnen des EU-Haushaltes, der dazu modernisiert wird. Es gibt in diesem EU-Haushalt in seiner jetzt revidierten Form, wie er gerade erarbeitet wird, wird es im Wesentlichen 4 Hauptkanäle geben, durch die diese neu aufgenommenen Gelder von 500 Milliarden Euro plus minus an Wirtschaft, Unternehmen und Arbeitsplätze fließen werden. Das erste ist, was man Recovery-Instrument, Wiederaufbau-Instrument nimmt. Das gab es schon im EU-Haushalt, den die Kommission 2018 vorgeschlagen hat. Das wird aber gestärkt. Das ist das, was ursprünglich mal in der Debatte als Eurozonenhaushalt genannt wurde, was dann, das war von Präsident Macron als Eurozonenhaushalt vorgeschlagen worden. Der damalige Präsident Juncker hat es in den EU-Haushalt integriert als sogenanntes Reformunterstützungsinstrument. Und dieses Instrument soll jetzt auch das Hauptinstrument sein, durch das die neue 500 Milliarden Hilfe an die Mitgliedstaaten kanalisiert werden soll. Das ist ein Instrument, das Reformen in den Mitgliedstaaten zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaften der Mitgliedstaaten, zum Aufbau von Arbeitsplätzen und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit, Resilienz, wie das im modernen Englisch, österreichisch heißt, dazu soll das eingesetzt werden. Und da gibt es eine enge Verknüpfung zwischen diesem Instrument, so wie es schon jetzt angelegt ist, und was wird nochmal verstärkt, mit dem sogenannten europäischen Semester. Die Europäische Kommission ist der Beauftragte, jedes Jahr an die Mitgliedstaaten Reformempfehlungen zu machen, länderspezifische Empfehlungen. Und in diesen Empfehlungen steht immer drin, was nach einem langen Dialog mit den Mitgliedstaaten als die Elemente sind, die in einem Mitgliedstaat erforderlich sind, um die Wirtschaft leistungsfähiger und widerstandsfähiger zu machen. Das kann im Bereich der Digitalisierung sein, das kann im Bereich des Übergangs in eine modernere, klimaneutrale Wirtschaft erfolgen. Das kann erfolgen durch ein stärkeres Insolvenzsystem. Das kann erfolgen durch ein leistungsfähigeres, schnelleres und unabhängiges Gerichtssystem. Und hier wird im Dialog mit der Kommission anhand der länderspezifischen Empfehlungen, die die Kommission formuliert, der Rat dann verabschiedet, entsprechende Reform- und Aufbauprogramme der Mitgliedstaaten mit der Kommission diskutiert, die über diesen Aufbaufonds, diesen Wiederaufbauinstrument dann finanziert werden. Das ist also das Hauptinstrument, durch das wo etwa 50% dieser Wiederaufbauhilfe von 500 Milliarden fließen werden. Das zweite Instrument sind die traditionellen Kohäsionsmittel. Die Kohäsionsfonds sind ja heute das Hauptinvestitionsinstrument der Europäischen Union. Der Haushaltskommissar Gio Hahn kennt das sehr gut, weil er ja lange auch Regionalkommissar war und für diese Kohäsionsfonds zuständig war. Hier kann gezielt in besonders entwicklungsoffene Regionen EU-Gelder über bewährte Instrumente kanalisiert werden. Und das kommt natürlich allen Mitgliedstaaten zugute, nicht nur den Euro-Staaten. Dann gibt es ein drittes Instrument, das neu ist und das die Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Beginn des Jahres im Zuge des New Green Deal, des Europäischen Green Deals vorgestellt hat und wo die Kommission einen konkreten Vorschlag gemacht hat, der jetzt Teil dieses neuen Haushaltsrahmens ist. Das ist der sogenannte Just Transition Fund. Das ist ein Fonds über den gerechten Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass damals gesagt wurde, ja, wir wollen Europa klimaneutral bis 2050 machen, aber das wird erhebliche Investitionen erfordern. Und wir nutzen jetzt die Situation, dass im Rahmen der Corona-Krise die gesamte Wirtschaft runtergefahren ist, um beim Wiederauffahren diesen Just Transition Fonds dafür einzusetzen,
dass Mitgliedstaaten verstärkt umstellen auf klimaneutrale Energieerzeugung. Hiervon werden natürlich vor allem die Mitgliedstaaten, die noch nicht so klimaneutral sind, profitieren können. Vor allem diejenigen in Mittel- und Osteuropa werden hier stark Mittel aus diesem erhöhten Just Transition Fund abrufen können. Das vierte Instrument, also ich fasse nochmal zusammen, erstes Instrument, wichtigstes ist das Wiederaufbauinstrument, zweitens die Kohäsionsfonds, das dritte dieser Just Transition Fund und das vierte Instrument ist ein Instrument, das Sie vielleicht auch noch kennen aus dem jetzigen Haushaltsrahmen, das ist, heißt InvestEU, das ist sozusagen das Instrument, das hieß früher Juncker-Fonds, das wurde zusammen mit der Europäischen Investitionsbank aufgebaut, um durch Garantien, die durch den EU-Haushalt und die Europäische Investitionsbank gegeben werden, privates Kapital in Projekte und Unternehmen zu bringen. Da sind in den letzten 5 Jahren 500 Milliarden Euro an den Finanzmärkten lukriert worden und sind in Investitionen in Unternehmen und Arbeitsplätze und Projekte geflossen. Und das sollte jetzt nochmal aufgestockt werden, weil man hier mal ein bewährtes Instrument hat, wo direkt in die Privatwirtschaft Geld fließen kann. Und da soll auch eine Modernisierung erfolgen. Diese Modernisierung sind 2 zusätzliche Unterinstrumente. Eines soll dazu dienen, um Unternehmen direkt ihre Liquidität und ihre Kapitalbasis zu stärken. Wir nennen das ein Solvency Support Instrument. Das hat der italienische Kommissar Gentiloni ins Spiel gebracht. Und das ist ein ganz wichtiges Instrument, das gerade jetzt wichtig ist. Wir schätzen, dass die Unternehmen in Europa etwa 30-50% der Unternehmen durch die Corona-Krise jetzt in Liquiditätsschwierigkeiten geraten werden, deshalb ihre Kapitalbasis aufstocken müssen, dass aber nicht alle Mitgliedstaaten die entsprechenden Mittel zur Verfügung haben und deshalb eine direkte europäische Unterstützung über das InvestEU-Programm sinnvoll ist. Und ein zweites Instrument, was wir uns hier überlegen, ist ein, was der französische Kommissar Breton entwickelt hat, ein Instrument zur Stärkung von strategischen Investitionen in Europa. Wir wollen ja jetzt nicht, dass wir in einer Situation, wo unser Kontinent wirtschaftlich geschwächt ist, wo Unternehmen geschwächt sind, es auf einmal dazu kommt, dass strategisch wichtige Infrastrukturunternehmen zum Beispiel oder strategisch wichtige Pharmaunternehmen jetzt aus dem Ausland aufgekauft werden. Und deshalb soll hier InvestEU, dieses europäische Investitionsfonds, der bei der Europäischen Investitionsbank angesiedelt ist, die Möglichkeit bekommen, strategische Anteile an strategisch wichtigen Unternehmen zu erwerben, um hier feindliche Übernahmen abzuwehren und dafür zu sorgen, dass wichtige Industrien in Europa bleiben, wenn sie für unseren Kontinent strategisch wichtig sind. Das Ganze soll von der Europäischen Investitionsbank über dieses InvestEU-Instrument betreut werden. Die sind ja schon am Laufen, das müssen wir nicht erst aufbauen. Sie merken daran, das ist ein ganz wichtiges Anliegen der Kommission. Wir schaffen hier nicht völlig neue Strukturen, dann bräuchten wir wieder 2-3 Jahre, bis die am Laufen sind, sondern wir nehmen bewährte und die Strukturen, die am meisten Erfolg gebracht haben in den letzten 5 Jahren, die werden jetzt genutzt und damit man sie schnell einsetzen kann. Dann komme ich zu einer Frage, die gerade in Österreich, aber nicht nur, sondern in allen Mitgliedstaaten eigentlich diskutiert wird, nämlich die Frage, wenn ich jetzt dieses Gesamtvolumen ansehe, 500 Milliarden Euro, über diese 4 Hauptkanäle, es gibt natürlich viele andere, auf die ich jetzt nicht eingehe, aber das sind die Hauptinstrumente, werden dann die Gelder überwiegend als Kredite oder als Subventionen, als Beihilfen weitergereicht. Nun, der EU-Haushalt ist ein Haushalt über 7 Jahre, der überwiegend zu etwa 90% Subventionen ausreicht. Weiß jeder, dass dieses Geld, das da aus der Europäischen Union gemeinsam aufgebracht wird, das fließt in Subventionen, ob es die Hilfe an den Landwirt ist, die Hilfe an einen Erasmus-Studenten, der zahlt das natürlich nicht zurück, das ist eine Subvention, das ist ein Zuschuss. Es gibt aber auch bereits heute im EU-Haushalt Darlehen und Garantien. Ich nannte eben in das InvestEU-Programm beispielsweise. Ich nannte auch dieses Reforminstrument, das die Europäische Union aus diesem früheren Idee eines Eurozonenhaushalts gemacht hat. Da ist die Idee, dass Reformen sowohl durch Zuschüsse als auch durch Kredite finanziert werden können. Und das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt einige Mitgliedstaaten, die finden Kredite sehr viel attraktiver, weil sie sagen, ich kann mir das leisten. Mir kommt es einfach darauf an, dass ich die Bonität der Europäischen Union einsetzen kann, um weniger Kreditzinsen zu zahlen. Aber ich bin nicht stark verschuldet. Also ein Land wie Rumänien beispielsweise oder die Niederlande oder Deutschland, auch Österreich, würde sagen, ich werde hier keine Zuschüsse brauchen. Ich kann Kredite aufnehmen, wenn das günstiger ist, als was ich sonst an den Finanzmärkten aufnehmen kann.
Andere Staaten werden weniger daran interessiert sein, weil die bereits einen relativ hohen Schuldenstand haben und die sich nicht weiter verschulden wollen, sonst wird ihre eigene Staatsschuld teurer. Und das wollen wir ja gerade verhindern durch dieses Instrument. Also hier wird es eine Mischung geben. Der überwiegende Teil werden nach den Vorstellungen der Kommission, Ursula von der Leyen hat das bereits vor dem Parlament angekündigt, sicherlich Subventionen sein. Das ist der Natur geschuldet, dass diese Gelder über den EU-Haushalt ausgezahlt werden. Aber ein Teil werden eben auch Kredite sein. Ob das Verhältnis jetzt 60-70% Subventionen, 30-40% Kredite ist oder ob sich das dazwischen annähert, das wird man noch verhandeln müssen in den nächsten Wochen. Aber es wird hier eine vernünftige Mischung geben und es wird eine gewisse Logik geben. Ein Mitgliedstaat, der hier abruft Gelder, die überwiegend Zuschüsse sind, wird natürlich sich einer stärkeren Konditionalität verpflichtet sehen als ein Mitgliedstaat, der nur günstige Kredite bekommt. Also umgekehrt, je mehr ein Mitgliedstaat Zuschüsse bekommt, umso mehr wird auch das europäische Mitspracherecht. Je mehr ein Mitgliedstaat nur Kredite abruft, umso weniger wird das europäische Mitspracherecht sein. Das ist, glaube ich, nur gerecht und fair. Jetzt stellt sich noch eine letzte wichtige Frage, die Finanzminister und natürlich auch der Finanzkommissar und die gesamte Kommission sich überlegen muss. Wenn wir hier 1 Billion über den EU-Haushalt direkt bekommen von den Mitgliedstaaten, 500 Milliarden an die Finanzmärkte aufnehmen, ja, wie werden diese 500 Milliarden wieder rückfinanziert? Wenn man jetzt ein nationaler Finanzminister wäre, würde man sagen, naja, ich nehme die an den Finanzmärkten auf und dann wird durch zusätzliches Wachstum, durch Einnahmen des Staates wird das schrittweise wieder zurückgeführt. Und wenn ich dann in 7 oder 10 Jahren meine Anleihe wieder bedienen muss, was macht der Finanzminister? Er begibt meistens eine neue Anleihe. Er macht einen Rollover. Das macht, können Sie im österreichischen Finanzministerium nachfragen, das macht jeder Finanzminister so. Das haben wir in der Europäischen Union so noch nicht. Eigentlich tun wir immer unsere Anleihen im Rahmen eines einzigen mehrjährigen Finanzrahmens, also innerhalb von 7 Jahren, wieder zurückfinanzieren. Die müssen also gegenfinanziert sein. Diesmal gibt es eine wichtige Änderung, auch die ergibt sich aus dieser Merkel-Macron-von der Leyen-Lagarde-Einigung, dass die Rückführung erst über den nächsten Finanzrahmen, also ab 2028, erfolgen soll. Das ergibt in der Zeitschiene natürlich eine bemerkenswerte Möglichkeit. Zum einen können wir jetzt sehr, sehr günstig Anleihen an den Märkten begeben. Ich sprach eben davon, dass zurzeit die Zinsen, auch die Zinsen, die die EU hier zahlen muss, Negativzinsen sind. Also wir verdienen da sogar daran, wenn wir eine EU-Anleihe begeben. Zum Zweiten können wir natürlich das machen, was man sonst in einer kurzfristigen Entscheidung nicht machen könnte. Wir können sogenannte Eigenmittel der Europäischen Union, die schon viele Jahre lang im Gespräch sind, endlich mal einführen und durchsetzen. Die Europäische Kommission hat das mal ausgerechnet, wir rechnen das schon seit Jahren aus und sie sind alle im Gespräch von Plastikabgaben über das sogenannte europäische Emissionshandelssystem, die CO2-Grenzsteuer, eine Binnenmarktsteuer für große Unternehmen, die an ihrer Taxbasis, an ihrer Steuerbasis ansetzt und die sogenannte Digitalsteuer. Wenn ich all das zusammennähe, kommen wir auf etwa 300 Milliarden Euro für diesen 7-Jahres-Plan. Damit ist eigentlich dieser 500-Milliarden-Fonds schon fast refinanziert. Also insofern kann man sehen, dass das eine Möglichkeit ist. Natürlich könnten die Mitgliedstaaten auch sagen, wir erhöhen dann später mal unsere Beiträge. Das ist aber wahrscheinlich nicht so populär. Vielleicht wird auch das Haushaltsvolumen dadurch einfach größer, dass die Europäische Union ja durch den Wiederaufbaufonds die zusätzlichen Anstrengungen stärker wachsen wird. Und wenn wir stärker wachsen würden, werden natürlich auch die Einnahmen der Europäischen Union, die anhand des Wachstums bemessen wird, insgesamt größer werden. Also wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir dieses Geld zügig und solide zurückführen können. Deshalb ist natürlich in unserem Vorschlag auch ein klarer Rückführungsplan drin, der aber über das Jahr 2028 hinausgeht. So muss das auch sein, denn wenn wir heute Anleihen begeben, ist es natürlich sinnvoll, so würde das der österreichische, der deutsche, der französische Finanzminister machen. Zurzeit begibt man sinnvollerweise Anleihen, um staatliche Projekte zu finanzieren, über 10 bis 30 Jahre und etwa dieser Zeitraum, den wird man auch im Vorschlag der Kommission sehen. Was am Mittwoch kommt, ist nur in Anführungsstrichen ein Vorschlag der Europäischen Kommission, aber ein ausbuchstabierter, ist also nicht mehr ein Paper, es ist nicht mehr eine Videokonferenz, es ist auch kein Non-Paper,
sondern es ist ein ausformulierter juristischer Vorschlag, den die Kommissionspräsidentin mit allen Mitgliedstaaten detailliert besprochen hat. Ursula von der Leyen und ihre Mitarbeiter und ihre Botschafter in den Mitgliedstaaten sind mit allen Staaten im detaillierten Kontakt gewesen. Deshalb haben wir uns auch 4 Wochen Zeit gelassen, um diesen Vorschlag seit dem Auftrag durch den Europäischen Rat zu erarbeiten. Denn, wie die Kommissionspräsidentin formuliert hat, hier muss der erste Wurf sitzen. Das heißt, was vorgeschlagen ist, muss dann auch relativ zügig eine Einigung herbeiführen. Das liegt daran, dass wir ja nicht viel Zeit haben. Die Corona-Pandemie hat jetzt einen gravierenden Wirtschaftseinbruch, der in einigen Mitgliedstaaten bis zu 10% des Bruttoinlandsproduktes Rückgang bedeutet, zur Folge. Und deshalb müssen wir jetzt möglichst schnell diese Gelder freimachen. Das ist kurz zum Verfahren. Die Kommission macht diese Woche Mittwoch den rechtlichen Vorschlag, 3000 Seiten, mit allen Annexen dazu. Die werden Sie nicht alle lesen müssen, aber wenn man alle Tabellen und so weiter, also wenn man das sorgfältig macht, sind es eben immer etwa 2000 Seiten. Das wird beim Europäischen Rat von allen Mitgliedstaaten am 18. Juni diskutiert werden. Da ist die erste Chance zu einer Einigung. Aber genau wie Alexander Hamilton nicht gleich beim ersten Mal seine Einigung geschafft hat, wird es wahrscheinlich hier auch noch einen zweiten Anlauf brauchen. Der wird dann entweder Ende Juni oder Anfang Juli erforderlich sein. Also damit rechnen jedenfalls die Realisten. Danach muss dieser Vorschlag auch vom Europäischen Parlament abgestimmt werden, mit dem die Kommission im engen Kontakt ist. Ursula von der Leyen wird den Vorschlag am Mittwoch im Europäischen Parlament persönlich vorstellen. Und danach muss dieser Vorschlag von allen nationalen Parlamenten der 27 Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Das ist vorgesehen in den EU-Rechtstexten, weil man sagt, ein solcher EU-Finanzrahmen, das ist wie eine kleine Verfassungsänderung. Wenn man sich hier für 7 Jahre auf die Natur und Zusammensetzung der EU-Finanzen einigt, muss das von allen nationalen Parlamenten ratifiziert werden. Das hat in der Vergangenheit, beim letzten Mal, 9 Monate gedauert. Daran sieht man, je schneller wir uns einigen, umso besser. Das zeigt noch etwas. Also wenn wir jetzt schnell etwas tun wollen, um die Folgen der Corona-Pandemie da etwas entgegenzustemmen, kommt das eigentlich zu spät. Und deshalb ist die Kommission am Überlegen, und das wird auch Teil des Vorschlags am Mittwoch sein, dass wir einen Teil dieser Regelungen, die jetzt am allerwichtigsten sind, beispielsweise diese Unterstützung für die Solvency von Unternehmen, dass wir das vorziehen. Dass wir die wichtigsten Wiederaufbaumittel, dass wir die jetzt vorziehen. Und das können wir, indem wir den aktuell geltenden Finanzrahmen an einigen Stellen ändern und vollständig aushöfen, indem wir beispielsweise das InvestEU-Instrument, das direkt in die Privatwirtschaft Gelder gibt, dass wir da die Garantien der Kommission gegen die Europäischen Investitionsbank beispielsweise erhöhen, dass wir das Kapital des Europäischen Investitionsfonds jetzt erhöhen, um bereits in der zweiten Jahreshälfte so viel Investitionen und Wachstum wie möglich zu erzeugen. Die Kommission ist sich voll dessen bewusst, dass wir jetzt eine Entscheidung erreichen müssen und dass das Geld schnell fließen muss. Dazu brauchen wir aber alle Mitgliedstaaten, die mit uns an einem Strang ziehen. Damit komme ich schon zum Schluss. Nochmal zurück zu Alexander Hamilton. Wir sind hier in einem wichtigen Moment. 1790 ging es um 2,1 Milliarden Euro oder Dollar, die auf die föderale Ebene gebracht wurden und die USA schrittweise zur Finanzsupermacht gemacht haben. Jetzt geht es um 500 Milliarden Euro gemeinsame Anleihen. Natürlich ein wichtiger Unterschied. Ich unterstreiche das hier nochmal besonders. Es geht hier nicht darum, Altschulden aus der Vergangenheit zu finanzieren, sondern es geht darum, um ein gemeinsames Projekt, den Wiederaufbau durch die von allen Mitgliedstaaten erlittene Corona-Pandemie zu bewältigen. Und es geht darum, zu verhindern, dass durch die Folgen der Corona-Pandemie Europa stärker fragmentiert wird und am Ende auseinanderfällt. Diese Gefahr besteht nämlich, wenn wir uns das genau anschauen, wenn einige fragen sich, warum macht nicht jeder Mitgliedstaat das jetzt für sich, diesen Wiederaufbau? Nun, weil wir einen gemeinsamen Binnenmarkt haben. Alle Mitgliedstaaten hängen zusammen. Es gibt in diesem Binnenmarkt eigentlich keine deutschen, französischen oder österreichischen Produkte. Die Lieferketten reichen über die Grenzen hinweg. Spätestens der Brexit hat das vor Augen geführt. Ein BMW ist kein deutsches oder bayerisches Auto, sondern zu 40% in Frankreich und in anderen Mitgliedstaaten gefertigt. Das könnte man über viele österreichische Produkte ebenfalls sagen. Wir sehen ja jetzt auch in der Corona-Pandemie, wenn Grenzen zwischenzeitlich geschlossen sind, dass die Lieferketten dadurch gestört werden, dass eben Produkte nicht nur im Inland, sondern eben grenzüberschreitend produziert werden. Das ist die Stärke Europas. Wenn wir diese Stärke ausspielen wollen, wenn wir wollen, dass unser Kontinent in dieser Krise, wo wir viel Gutes gemacht haben auf dem Kontinent, wo wir die Gesundheit an erste Stelle gestellt haben,
Wenn wir dafür jetzt sorgen wollen, dass wir gemeinsam aus dieser Krise gestärkt herauskommen, ist jetzt nicht die Zeit, in diese Krise uns rauszusparen, sondern wir müssen aus dieser Krise rauswachsen. Und das braucht gemeinsame Investitionen. Insofern ist durchaus ein Vergleich zu dem Jahr 1790, wo man gesagt hat, wir wollen jetzt uns gemeinsam als starker Player auch international etablieren. Damals gegenüber Frankreich, den Niederlanden und Spanien. Wir wollen das heute gegenüber den USA und China machen. Europa will hier nicht verschwinden, sondern Europa will hier stark Flagge zeigen für unsere Werte, für unser Wirtschafts- und Sozialmodell. Und deshalb meinen die Europäische Kommission, dass jetzt der Zeitpunkt ist, nicht nur einen ehrgeizigen Vorschlag auf den Tisch zu legen, der mit allen Mitgliedstaaten abgesprochen ist, sondern ihn auch schnell zu verabschieden. Damals waren es 3 Männer, die am Tisch saßen beim Abendessen. Diesmal sitzen 3 Frauen und ein Mann eigentlich am Tisch, nämlich von der Leyen, Lagarde, Merkel und der dynamische französische Präsident Macron. Also von der Gender Balance sind wir deutlich anders als im Jahr 1790. Es gibt auch einen starken österreichischen Beitrag. Derjenige, der das Ganze zusammenschreibt und der das Ganze mit den Beamten der Kommission erarbeitet, dafür sorgt, dass das nicht nur eine Rede, ein Vortrag und ein Paper wird, sondern ein richtig ausformulierter Vorschlag ist Gio Hahn, also der moderne Alexander Hamilton heißt mit Vornamen Gio. Und es gibt im Hintergrund noch einen Finanzarchitekten, weil heutzutage reicht es ja nicht nur, dass wir Staaten finanzieren, sondern wir wollen ja auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, um die Wirtschaft zu finanzieren. Und da ist eben, habe ich schon angesprochen, InvestEU das entscheidende Instrument. Und dessen Managing Director ist Willi Molterer, der in Österreich ja auch ein bekannter Mann ist. Der wird in den kommenden Wochen viel zu tun haben, denn ein wichtiger Teil dieser 500 Milliarden Euro wird über InvestEU in strategische Investitionen und zur Stärkung der Solvenz von Unternehmen fließen. Dazu wird viel Arbeit in Luxemburg und hier in Wien erforderlich sein. Also Österreich hat deshalb einen starken rot-weiß-roten Anteil an diesem Gesamtpaket. Letzter Teil, der damals bei Hamilton noch wichtig war. Damals gab es am Schluss, nachdem zum ersten Mal die Einigung gescheitert ist, gab es einen letzten Anreiz, um die soliden Südstaaten dazu zu bringen, warum sie eigentlich Geld investieren mussten, um auch den nicht ganz so soliden Nordstaaten in den USA zu helfen. Und das Instrument war damals, dass die Hauptstädte der USA aus dem Norden, aus New York, in den Süden, in die Nähe von Virginia nach Washington verlegt worden ist. Insofern kann natürlich in den Verhandlungen durchaus noch rauskommen, dass die Hauptstadt am Ende der Europäischen Union dann doch nach Wien geht. Das ist natürlich nur eine anekdotische Anmerkung, aber ich wollte nur den Verhandlungsspielraum der österreichischen Verhandler auszeigen. Es wäre sicherlich im Sinne von Willi Molterer, dann könnte er in Zukunft immer aus Wien seine wichtigen finanziellen Beiträge zur Zukunft der Europäischen Union leisten. Damit möchte ich schon schließen und stehe für alle Fragen zur Verfügung. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Finanztechnik ist immer etwas komplex und muss erläutert werden, deshalb war es etwas ausführlicher. Ich hoffe, das hat Sie nicht gestört und wird jetzt umso mehr Fragen von Ihrer Seite anregen. Und wir stehen gerne zu Ihrer Verfügung. Bitte melden Sie sich hier im Raum und am Bildschirm winken Sie uns zu oder schicken Sie an die Sabine eine Textmessage. Danke, Martin. Bitte, Thomas Schmidt, Austria Presseagentur. Danke, Martin Sielmeier, auch für die Fragen zu stellen. Und für dieses Briefing. Wie kann denn dieser Richtungsstreit, der da gegenwärtig in der Europäischen Union vorherrscht, mit unterschiedlichen Konzepten von von der Leyen, Merkel, Macron auf der einen Seite und die frugalen 4 auf der anderen Seite gelöst werden? Du hast angesprochen, dieses Verhältnis zwischen Krediten und Subventionen, das noch ausverhandelt werden muss. Aber es zeigt sich doch, dass der überwiegende Teil in Form von Subventionen, nämlich über den EU-Haushalt kommen soll und auch, dass es nicht so wie diese Frugal Four Gruppe fordert, eine ganz kurzfristige Begrenzung geben soll, sondern dass das auf länger, sondern vielleicht sogar für in Richtung auf eine systemische Umstellung des EU-Haushalts angelegt ist. Meine zweite Frage wäre dann noch zu den Eigenmitteln. Die angesprochenen 300 Milliarden Euro, wenn man alles zusammenzählt, wird das von der EU-Kommission vorgeschlagen werden. Und die Mitgliedstaaten können sich dann aussuchen, wo sie sich einigen können, in welchen Bereichen so eine Eigenmittel-Einnahmequelle dann neu erschlossen wird. Danke. Vielen Dank für diese extrem wichtige Frage, die mich natürlich zu dem bringt, was ich in meinen einführenden Worten nicht so erläutern konnte.
Also ich sehe augenblicklich keinen Richtungsstreit in der Europäischen Union. Ich sehe auch nicht einen Vorschlag und einen Gegenvorschlag. Ich sehe augenblicklich, gibt es noch keinen Vorschlag, der kommt jetzt am Mittwoch. In der Europäischen Union haben wir uns darauf geeinigt, dass die Europäische Kommission die Vorschläge macht. Und das ist auch richtig so, weil die Europäische Kommission auf das gemeinsame europäische Interesse verpflichtet ist. Und deshalb ist die Kommissionspräsidentin in regelmäßigen Konsultationen mit allen Hauptstädten gewesen, um rauszuloten, wie kriegen wir es hin, dass alle sich da am Ende wiederfinden. Und da merkt man doch, da hat sich doch in den letzten Wochen etwas Bemerkenswertes getan. Erstens, und das ist, glaube ich, die wichtigste Änderung der letzten Wochen, hat sich der größte Mitgliedstaat Deutschland hinter das Konzept gestellt, dass die Europäische Union Anleihen im Werte von bis zu 500 Milliarden Euro begeben kann. Und das ist zwischen den Mitgliedstaaten unstreitig. Also ich finde niemand, der sagt, das soll die Kommission nicht machen. Nein, jeder, der sich das durchgedacht hat, der sagt, ich will nicht mehr in den EU-Haushalt zahlen, ich will unsere geballte Finanzkraft nutzen, der steht dahinter. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Grundsatzentscheidung, die die Debatte, ja, ich würde mal sagen, den Streit, den es geben könnte, zu 90% eigentlich entschärft. Dann, wo es auch eine völlige Einigkeit gibt, das sieht man in allen Papieren, Non-Papers und so weiter, dass natürlich das, was jetzt gemacht wird, nicht die Vergangenheit angeht, sondern die bestimmte präzise Herausforderung der Corona-Pandemie. Den Wirtschaftseinbruch, den wir jetzt in ganz Europa, in der ganzen Welt erleben, wie wir den in Europa so schnell bekämpfen. Deshalb ist natürlich, was hier passiert, gerechtfertigt nur durch diese außergewöhnliche Situation. Das spiegelt sich dann auch in den Rechtsgrundlagen wieder. Die Rechtsgrundlage, ich habe das schon an einem früheren Briefing mal gesagt, ist Artikel 122 Absatz 2 des AEUV für die Begabe von Anleihen. Und da ist die Voraussetzung, dass es sich um eine außergewöhnliche Situation, eine Krisensituation handelt. Das kann man mit dieser Corona-Krise sicherlich sagen. Also das sind alle einer Meinung. Und damit ist es auch klar, es ist für diese Zeit, ist diese Sondermittel, die wir da aufnehmen, sind für diese Zeit begrenzt. Also wir machen das jetzt einmalig aufgrund dieser Krise. Wir machen das nicht dauerhaft. Das heißt, diese 500 Milliarden zusätzlich sind jetzt dafür da. Das heißt, es bedeutet nicht, dass der EU-Haushalt dauerhaft erhöht wird, sondern er wird dafür aufgenommen. Das heißt, auch diese zeitliche Begrenzung findet sich auch in den Kommissionstexten, muss sich finden. Es geht jetzt darum, in den nächsten 2 bis 3 Jahren Gelder aufzunehmen. Der österreichische Vizekanzler hat von 2 bis 4 Jahren gesprochen, weil wir nicht die Möglichkeit einer zweiten Welle ausschließen können. Aber jedenfalls die Grundentscheidung, die wir brauchen, ist jetzt, dass von jetzt bis ins Jahr 2022 diese Gelder aktiviert, also ein Frontloading stattfindet. Da gibt es auch überhaupt gar keinen Streit. Jeder möchte, dass das jetzt passiert. Wir brauchen es nicht 2026, sondern wir brauchen es jetzt. Das spricht für eine schnelle Einigung. Also es gibt auch keinen Grundsatzstreit hierfür. Das heißt, das Einzige, wo eine Feintarierung jetzt erforderlich ist, ja, wie ist eigentlich die genaue Zusammensetzung der ausgezahlten Mittel, wie viel davon sind Zuschüsse, wie viel sind Kredite? Und ich habe da bereits die möglichen Stellschrauben angedeutet. Erstens ist die Grundsatzentscheidung bereits am 23. April gefallen, dass der EU-Haushalt genutzt wird. Und im EU-Haushalt haben wir nun mal 90% Zuschüsse drin. Weil wir ja nicht dem Erasmus-Studenten jetzt einen Kredit geben werden. Das heißt, das ist ja logisch. Wir haben aber auch uns zunehmend über Instrumente wie InvestEU haben wir eben auch Garantien und Kredite, vergünstigte Kredite an Unternehmen beispielsweise. Für Investitionen, die vielleicht langfristig laufen, die vielleicht auch gar nicht abgerufen werden, weil es Garantien sind. Also die Garantie, die der EU-Haushalt für InvestEU gegeben hat, der Europäischen Investitionsbank, ist ja nie materialisiert worden, weil ja wir keinen Ausfall gehabt haben in dieser Höhe. Also hier wird man sich, glaube ich, relativ schnell finden müssen. Es wird aber auch einen Teil und aus Sicht der Kommission einen überwiegenden Teil an Zuschüssen geben. Das liegt einfach daran, dass wir die Kanalisierung über die bewährten Instrumente des EU-Haushaltes machen werden. Und das wird insofern auch solide rückfinanziert werden, weil umgekehrt die jetzige günstige Finanzierung durch die Refinanzierung über die kommenden Jahre dann erfolgen muss. Ich habe nicht in dem Papier der 4 gelesen, dass man sagt, man soll es nicht über längere Zeit refinanzieren. Das wäre ja Unsinn. Also eine Anleihe, die man jetzt nur für ein Jahr begeben würde, das würde, glaube ich, jeder als unsinnig an. Also ich sehe keinen großen Unterschied. Ich sehe sogar eine starke Konvergenz. Und ich sehe, dass sich hier in den letzten Wochen viel bewegt hat. Ich habe mit großer Freude auch registriert, dass in dem Papier der 4, ich weiß gar nicht, was für einen Status das hat, ob das in Regierungen besprochen worden ist oder nicht, aber das spielt auch gar keine Rolle, dass man sagt, die Corona-Krise trifft alle Mitgliedstaaten gleichermaßen. Also, dass man hier auch wegkommt von dem früheren Denken, einige haben das verschuldet und sollen kein Geld kriegen. Da gab es am Anfang der Krise sehr unschöne Rhetorik, nicht aus Wien, aber aus anderen Staaten. Und ich freue mich, dass man hier in eine sehr konstruktive Bahn gekommen ist. Eigentlich ist, wenn ich mir die Papiere der letzten Woche, das Merkel-Macron-ausführliche Papier, das sehr kurze Non-Paper der 4,
und die Vorschläge der Kommission, wie sie jetzt im Entstehen sind, wenn ich mir das anschaue, haben wir bereits eine gemeinsame Schnittmenge von 90%. Das heißt, die letzten 10% könnte man bis zum 18. Juni bis zum Europäischen Rat schaffen. Wir müssen aber auch noch das Europäische Parlament an Bord bringen. Und dann kommt die kompliziertere Frage der Eigenmittel. Ich glaube, da muss ich noch mal darauf eingehen. Die Europäische Kommission kann jetzt nicht all diese Eigenmittel auf den Tisch legen und operativ schalten. Das ist nicht möglich, weil die brauchen, da es Eigenmittel sind, brauchen sie einen einstimmigen, ratifizierten Beschluss von allen Mitgliedstaaten. Der wichtigste Änderung, die wir vorschlagen, eine Erhöhung der Eigenmittelobergrenze des EU-Haushaltes. Die liegt bisher bei 1,2%. Wir schlagen vor, das hat die Kommissionspräsidentin schon mehrfach gesagt, auf etwa 2% raufzugehen. Das ermöglicht uns, zusätzliche Kredite aufzunehmen. Sonst können wir das gar nicht tun, weil wir brauchen ja dahinter zumindest eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, im Notfall, falls alle diese Kredite ausfallen, die zu bedienen. Und dazu muss die Eigenmittelobergrenze erhöht werden, auch wenn die wahrscheinlich aufgrund des starken Ratings der EU nie abgerufen werden muss. Und dann wird drinstehen, dass die Rückführung, die Garantien dafür, ja, das können Garantien der Mitgliedstaaten sein, das können aber auch schrittweise zunehmend Eigenmittel sein, die dann eher in der zweiten Hälfte des mehrjährigen Finanzrahmens finanziell zu Buche schlagen können. Das wird am Anfang etwas weniger sein und zu Ende des Finanzrahmens stärker sein. Wenn man alles jetzt einführen würde, könnten wir pro Jahr 300 Milliarden lukrieren. Wir können es aber nicht jetzt einführen. Das wäre eine Maximalsumme, die man am Ende des Haushaltsrahmens hätte. Dazu wird es wahrscheinlich so nicht kommen, weil ja einige dieser Mittel auch von anderen Entwicklungen abhängen, die gar nicht von der EU allein zu steuern sind. Eine Grenzabgabe für CO2 hängt ja davon ab, dass andere Mitgliedstaaten an der Weltgemeinschaft nicht mitmachen bei Paris. Sonst, wenn alle mitmachen bei Paris, wird das ja nicht erforderlich sein. Das wird man sehen, wo wir da in 2 Jahren sind. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Man kann auch bei der Plastikabgabe noch nicht hundertprozentig sagen, wie viel sie bringt, weil vielleicht kriegen wir es ja hin, dass die Mitgliedstaaten alle einen stärkeren Beitrag leisten und Plastik vermeiden. Dann fällt natürlich auch eine geringere Annahme. Und die Digitalsteuer wissen wir selber. Österreich hat ja selber Erfahrung. Wie viel sie bringt und wie viel sie auch international bringt, hängt davon ab, worauf man sich im Rahmen der OECD einigen wird. Das sind also Finanzmittel, die alles in der Toolbox sind, die aber dann nur, je mehr sie zu Buche schlagen, dann nur den Eigenbeitrag der Mitgliedstaaten reduzieren, die aber nicht eine hundertprozentig gesicherte Gegenfinanzierung sein können. Aber sie werden alle in der Toolbox der Kommission genannt. Sie wurden ja auch schon 2018 genannt. Und was sich seit 2018 geändert hat, ist, dass hinter diesen Eigenmitteln doch ein sehr viel größerer Konsens steht und wir auch viel besser verstehen, wie sie wirken und was sie eigentlich am Ende lukrieren können. Und das erlaubt der Kommission, mit sehr viel gesicherten Zahlen über diese optionalen Instrumente in unseren Papieren schreiben zu können. Aber wie gesagt, die Kommission kann das nur reinschreiben als Möglichkeiten. Da ist die Entscheidung dann, liegt in den Händen der Mitgliedstaaten. Wir sagen nur, das Geld muss natürlich zurückgeführt werden eines Tages und je nachdem muss es eben durch Eigenmittel oder durch neue Eigenmittel oder durch Anleihen in Zukunft zurückgeführt werden. Ich hätte eine Frage von Andreas Lieb per E-Mail. Ich darf Sie auch bitten, wenn Sie gerade nicht sprechen, Ihre Mikrofone zu muten. Das ist für die Tonqualität. Vielen Dank. Frage von Andreas Lieb, Kleine Zeitung. Die sparsamen 4 stehen in Verdacht, es bei ihrem Gegenkurs zu Merkel-Macron auch darauf abgesehen zu haben, im Zuge der Verhandlungen Rabatte für ihre Länder herauszuschlagen. Ist so etwas im Vorschlag der Kommission zumindest in Erwägung gezogen oder nur Sache des Rates, wie er damit umgeht? Oder will man Rabatte ja eh gar nicht mehr? Ich weiß nicht, ist der Herr Andreas Lieb noch da? Ich sehe, der AL ist er noch da, ja, sonst winke ich ihm mal zu. Also er hat Probleme mit der Kamera. Also wir schaffen es noch nicht ganz so wie Merkel und Macron zu arbeiten. Also ich sehe diesen Konflikt, der da teilweise, natürlich ist das spannend für die Medien, aber ich sehe den nicht so. Also ich sehe keinen Vorschlag und einen Gegenvorschlag. Ich sehe mehrere Vorschläge, die in dieselbe Richtung gehen, wo es einige Nuancen sind, die man noch ausarbeiten muss, aber die sich auch nur in Papieren auf 2 bis 3 Seiten zeigen. Wenn man dann einen 2000-seitigen Vorschlag durchsieht, wird man sehen, diese Nuancen werden schnell angesprochen werden. Und ich habe ja schon das Verhältnis der Mischung, der vernünftigen Mischung von Krediten und Zuschüssen angesprochen. Insofern sehe ich da auch nicht diese konfrontative Stimmung, sondern ich sehe ein sehr konstruktives Zusammenwirken mit Ergebnisorientierung. Ich glaube, dieses Papier wäre vor 4 Wochen noch ganz anders ausgefallen, als es jetzt ausgefallen ist. Und deshalb begrüße ich die konstruktive Einstellung, die dahinter steht. Die Frage,
die hier gestellt wurde, ist das Verhandlungstaktik. Also es wäre erstaunlich, wenn in der Europäischen Union, wo 27 Mitgliedstaaten miteinander verhandeln und erst in 4 Wochen frühestens die Einigung zu erwarten ist, wenn nicht da jeder ein bisschen Verhandlungstaktik hat. Das wäre das erste Mal, dass alle ihre Taktik aufgeben, ihre Interessen aufgeben und sagen, wir machen alles gegen. Das ist logisch. Ich glaube, jeder hat hier Verhandlungstaktik, jeder hat eigene Interessen. Oder wenn wir das Merkel-Macron-Papier, sehr begrüßt als Beitrag zur Debatte, muss das ansehen. Da ist natürlich Taktik dahinter. Da ist nicht Taktik dahinter. Dass durch diese Positionierung die Beiträge zum EU-Haushalt nicht deutlich höher werden, dass aber die Solidarität in der Europäischen Union gestärkt wird, aber die Solidarität nicht als hehres Eigenziel, sondern um den europäischen Binnenmarkt funktionsfähig zu halten und damit auch als Absatzmarkt für deutsche und französische Produkte aufrechtzuerhalten. Das ist doch ein wohlverstandenes Eigeninteresse, das hier taktisch dahinter steht. Und dass man dabei die geballte Finanzkraft des EU-Haushalts bereit ist einzusetzen, ist richtig. Es steckt sicher auch dahinter, das ist wahrscheinlich die deutsche Taktik, die sich schon vor Wochen angedeutet hat, dass dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das wir am Anfang Mai erlebt haben, andere Möglichkeiten begrenzt und deshalb die gemeinsame Finanzierung der Europäischen Union eigentlich die einzige Möglichkeit ist, um Europa jetzt zu stärken. Und deshalb ist das sehr begrüßenswert, dass man hier den fiskalischen und damit auch demokratisch stark legitimierten, aber auch zu legitimierenden Weg geht. Das muss natürlich weiterhin verhandelt werden. Und hinter dem Papier der Vier wird wahrscheinlich, wie auch hinter einigen anderen, sicherlich auch die Überlegung dahinter stecken, dass man woanders was rausholen kann, dass man irgendwo rote Linien einzieht, die nicht überschritten werden. Die meisten dieser roten Linien werden ja von niemandem in Frage gestellt. Niemand möchte eine Vergemeinschaftung von Altschulden. Es geht hier um eine gemeinsame Aufnahme von Finanzmitteln für die Zukunft, für die Bewältigung, den Wiederaufbau nach Corona. Die Frage der Rabatte hat die Kommission in unserem Vorschlag 2018 gesagt, die sollen beendet werden, weil die Rabatte ja Rabatte auf den Briten-Rabatt sind. Die Briten sind nicht mehr dabei, also sollen hier schrittweise diese Rabatte rückgeführt werden. Die Kommission hat damals vorgeschlagen, dass über den Zeitraum des mehrjährigen Finanzrahmens von 7 Jahren die Rabatte zurückgeführt werden, also ein Soft Landing. Da jetzt der Vorschlag der Kommission, wie sich das ja auch im Merkel-Macron-Papier andeutet, über den Zeithorizont der 7 Jahre hinausgeht bei der Refinanzierung, dass wir bereits den mehrjährigen Finanzrahmen ab 2028 im Blick nehmen, gibt einen gewissen Hinweis darauf, wo eine Stellschraube sein könnte, um auch bei der Softer Landing bei den Rabatten noch so zu organisieren, dass wir vielleicht den sogenannten sparsamen 4 etwas mehr entgegenkommt. Das will ich nicht vorwegnehmen, aber wenn eine finanzielle Einigung über einen längeren Zeitraum gestreckt wird, und das ist, glaube ich, das Wichtigste hier, dass wir ja eigentlich mehr in die Zukunft gehen, dass wir langfristig denken, wie das ja auch jeder Finanzminister macht, das gibt natürlich auch bei der Rückführung und beim Ausphasen von veralteten Strukturen, die nicht mehr passen, das bestreitet ja intellektuell niemand, gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Und vielleicht, wenn man sich das anschaut, augenblicklich sind die Mitgliedstaaten, die am meisten von der Corona-Krise derzeit betroffen sind, sind vor allem Italien, Spanien, aber auch Frankreich. Wenn wir uns das im gesamteuropäischen Bild anschauen, ich habe angesprochen, das ist den Just Transition Fonds, dass wir den einsetzen werden, das ist natürlich logisch. Und die Kohäsionsfonds, das ist natürlich logisch, weil wir das für die mittel- und osteuropäischen Staaten brauchen und zur Stärkung unseres Ziels des Klimawandels, das ja auch von der österreichischen Regierungskoalition stark in ihrem Programm geschrieben ist. Also da ist auch noch viel Musik drin. Und wenn man sich das genau anschaut, wird sicherlich auch in einem anderen großen Teil des EU-Haushalts, der Landwirtschaft, sicherlich noch auch eine Stellschraube sein, um etwas zu tun, wo sich alle am Ende wiederfinden. Also da gibt es ein paar Stellschrauben und unsere Experten in der Kommission haben diese 2000 Seiten so finanziert, dass spätestens eine Woche nach dem Vorschlag alle sehen, wie man das Verhandlungsergebnis zügig zu einem Ergebnis führen kann. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Sommer eine Einigung erreichen werden und dass auch die sogenannten sparsamen 4 sehr konstruktiv daran mitwirken. Sie tun das bereits jetzt, anders als das in den Medien manchmal dargestellt wird. Ingrid Steiner, Kurier, bitte. Hallo, hört ihr mich? Hallo Frau Steiner, geht's Ihnen gut? Super. Ja, mir super, danke. Wunderbar. Ich hätte eigentlich 2 Fragen. Und zwar in dem sogenannten Non-Paper, der sogenannten Frugal 4. Da steht als eine der Bedingungen für den Wiederaufbaufonds, dass er eigentlich nur 2 Jahre dauern soll. Mir kommt das so wahnsinnig kurz vor. In 2 Jahren sind wir vielleicht erst am Höhepunkt der Wirtschaftskrise. Also wie
Wissen Sie, wie da die Position der Kommission ist? Und das Zweite ist, weil der Kanzler immer spricht, jetzt haben Sie das ausführlich erklärt, okay, die Sondermittel werden einmalig und nicht dauerhaft aufgenommen. Also es ist keine Schuldenunion. Aber der Kanzler spricht immer davon, er will keine Schuldenunion durch die Hintertür. Er will keine Schuldenunion durch die Hintertür. Ja. Was können Sie dem entgegensetzen? Eine Schuldenunion durch die Hintertür wäre, wenn wir sagen würden, dass die Altschulden gemeinsam benommen werden. Das ist EU-vertraglich verboten. Artikel 125 verbietet das. Also eine exakte Übertragung dessen, was Alexander Hamilton 1790 gemacht hat, nämlich die Schulden der 13 Einzelstaaten auf die Bundesebene zu übernehmen, das nannte man damals Debt Assumption, ist ausdrücklich durch den EU-Vertrag verboten. Ja, da steht nämlich ausdrücklich drin, dass eine Assumption, im Englischen steht sogar das Wort Assume drin, das ist verboten. Also es wäre nicht möglich, dass die Europäische Union sagt, wir stehen gerade für die Altschulden Österreichs, Frankreichs, Italiens. Das ist nicht möglich. Was aber ermöglicht ist, und das steht ebenfalls in den EU-Verträgen drin, die Österreich mit ratifiziert hat, da steht auch drin, dass wir gemeinsame Projekte gemeinsam finanzieren können und dazu auch Schulden aufnehmen dürfen. Also deshalb, das ist keine Schuldenunion, sondern das ist eine intelligente Nutzung der gemeinsamen Finanzkraft. Sie wissen ja auch, wenn ich an den Finanzmärkten sowas aufgebe, wissen die Finanzmärkte, dass die Europäische Union das rückführen wird. Wir sind damit keine Schuldenunion, sondern wir sind der stärkste, solideste Finanzmarktteilnehmer der Welt. Eigentlich sind wir eine Stabilitätsunion, keine Schuldenunion. Und das bekräftigt eigentlich der Vorschlag. Das ist ein Vorschlag, eine europäische Stabilitätsunion zu stärken und auch international diese Stabilität zu nutzen, indem unser AAA-Rating an den Finanzmärkten genutzt wird, um Mittel zu lukrieren, die in die Wirtschaft und in Arbeitsplätze fließen. Also wir machen eigentlich dasselbe auf europäischer Ebene, was Herr Blümel als österreichischer Finanzminister macht. Wir nehmen Kredite auf und zahlen die nachher wieder zurück. Und das ist also sinnvoll. Über den zeitlichen Horizont, ich glaube, wir müssen auseinanderhalten. Die Aufnahme von Mitteln und das Ausgeben der Mittel. Also dieser Wiederaufbaufonds, der Begriff Fonds ist ja eigentlich falsch, weil es ist ja der Zeitraum, wo man jetzt Mittel aufnimmt, die dann in den EU-Haushalt fließen. Also diese Sondersituation, muss die EU ja begründen, weil wir als Rechtsgrundlage 122 Absatz 2 haben. Wir dürfen nur in einer solchen Sondersituation, bedingt durch eine Naturkatastrophe oder ein ähnlich vergleichbares Ereignis, Corona ist das nach allgemeiner Auffassung, dürfen wir vorübergehend Mittel aufnehmen. Diese vorübergehenden Mittel, da sind sich auch einig, diese Krise ist jetzt etwa 2 Jahre, also zwischen jetzt und dann haben wir noch maximal bis 2022 haben wir diese Krise am Hals. Bis dahin müssen die Sachen erledigt sein. Deshalb dieser 2-Jahres-Zeitraum stößt gar nicht bei uns schlecht auf. Das Einzige, was wir bitten zu bedenken, das ist natürlich vorausgesetzt, dass es nicht zu einer zweiten Welle kommt und das wissen wir alle derzeit nicht. Wenn wir die Entwicklung in einigen asiatischen Staaten ansehen, kann eine zweite Welle kommen. Das heißt, je solider wir uns alle gemeinsam aufstellen, je besser wir unsere Gesundheitssysteme stärken, an die auch Geld aus diesem Wiederaufbauprogramm fließen soll, je gemeinsam und koordinierter wir jetzt unsere Maßnahmen machen, je weniger wir leichtsinnig in Urlaub fahren, ich sage das auch ausdrücklich dazu, umso weniger wird es erforderlich sein, diesen Zeitraum zu verlängern. Also ich würde mal sagen, wenn es zu keiner zweiten Welle kommt, sind 2 Jahre ausreichend. Wenn es zu einer zweiten Welle kommt, sollte man darüber nochmal sprechen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sollten wir doch alles tun, um die zweite Welle zu vermeiden. Und dann können wir alle gemeinsam dran arbeiten. Also zweite Welle vermeiden, dann wird es auch bei dem Zeitraum bis 2022 bleiben können. Wenn eine zweite Welle kommt, deshalb wird man wahrscheinlich irgendwie eine Review-Klausel haben, wie man in solchen Texten das auf europäischer Ebene nennt, wo man sagt, wir schauen uns das nochmal an. Und ich weise nochmal darauf hin, dass der österreichische Vizekanzler gestern von einem Zeitraum von 2 bis 4 Jahren gesprochen hat, je nachdem, ob es eine zweite Welle gibt. Und ich glaube, das ist eine richtige Aussage. Aber wir sollten doch jetzt nicht schon einpreisen, dass es eine zweite Welle gibt, sondern wir sollten jetzt erstmal alles tun, diese zweite Welle zu verhindern. Und dann kommen wir auch alle zusammen. Also was die Kommission vorschlägt, wird natürlich aufgrund der Rechtsgrundlage zeitlich begrenzt sein müssen. Und uns schwebt ein Zeitraum bis 2022 vor. Und damit sind wir bei den 2 Jahren, die auch sich der österreichische Bundeskanzler vorstellt. Herr Eckert. Ja, Herr Eckert vom Trend, hallo. Ja. Verzeihen Sie, ich habe in Ihre Richtung nicht geschaut, weil da das Licht ist. Jetzt schaue ich zu Ihnen rüber. Eine Frage zum erwähnten Schutz strategischer Industrien und Unternehmen. Was ist das Vehikel dafür? Und gibt es eine Definition oder eine Art Liste jener Industrien oder möglicherweise auch einzelner Unternehmen, die schutzwürdig sind und wo man notfalls auch Anteil übernehmen würde? Danke.
Also es werden natürlich, dazu braucht es ein eigenes Instrument im Rahmen von InvestEU, das auch in unserem Text am Mittwoch dann stehen wird. Also müssen Sie noch etwas gedulden. Aber Sie können sicher aus den Interviews, die Kommissar Breton in den letzten Wochen gegeben hat, entnehmen, was wir da sehen, auch aus den Ereignissen. Also ein Unternehmen, das gerade einen Impfstoff gegen den Coronavirus entwickelt, würden wir, glaube ich, alle als strategisch wichtig ansehen. Und das steht natürlich auf der Liste von Kommissar Breton. Genauso wie das Unternehmen im Bereich von Artificial Intelligence, von Robotik und anderen Hightech-Bereichen sind. Das heißt nicht, dass die alle jetzt europäisch verstaatlicht werden, aber dass man sich hier überlegen könnte, über unser Vehikel InvestEU strategische Anleihe, Equity-Beteiligung zu ermöglichen, um dafür zu sorgen, dass diese Unternehmungen auf dem europäischen Kontinent verbleiben. Hier sind wir Europäer, das ist ja schon Sinn der von der Leyen-Kommission, auch der Vorgängerkommission, dieses Europa, das schützt, das unsere strategischen Interessen schützt. Es gibt hier bereits ein europäisches Instrument im Rahmen der Handelspolitik, das sogenannte Investment Screening, wo wir bereits Kriterien mit einem Mitgliedstaat ermittelt haben, in welchen Bereichen eine Investition in Europa aus Drittstaaten unsere strategischen Interessen gefährdet, sodass dann dieses Investment Screening eingesetzt werden kann. Und das wird die Grundlage für unsere Überlegungen sein. Also eigentlich eine Gefährdung der öffentlichen Interessen, der öffentlichen Ordnung in Europa, eine Gefährdung unserer Sicherheitsinteressen oder unserer strategischen Interessen als Standort Europa. Herr Wiedmann vom Standard. Ich hätte zwei Fragen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich hätte zwei Fragen. Erstens, Sie haben von 4 Säulen gesprochen, aber nur bei der ersten Säule gesagt, wie hoch die dotiert sein soll. Vielleicht könnten Sie auch ungefähr die Größenordnung in der anderen. Ich kann hier nur ungefähr Größenordnung sagen, weil natürlich die letzten Details noch formuliert werden und dem möchte ich nicht vorgreifen. Aber es ist klar, dass der überwiegende Teil von diesen 4 Säulen in den Wiederaufbaufonds hineinfließen soll. Das nehmen Sie auch allen Papieren. Das sagt ja auch das Viererpapier, das Merkel-Macron-Papier, da soll der überwiegende Teil hinein. Das ist auch klar, das eignet sich auch am besten dafür, weil dieses Wiederaufbau- und Widerstandsfähigkeitsinstrument, wie wir das in der Kommission nennen, ist natürlich am besten geeignet, um Gelder in eine und staatliche Reformen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu machen. Wenn Sie in Unternehmen investieren, sind das natürlich kleinere Beträge. Hier sind es Milliardenbeträge, da sind es Millionenbeträge, die aber viel ausrichten können. Und Sie werden sich auch klar sein, dass wenn da Sachen wie die Kohäsionsfonds und der Just Transition Fonds mit in Blick genommen werden, hat das erstens damit zu tun, dass die Kommission weiterhin hundertprozentig als Priorität den Green Deal ansieht. Also es kann nicht sein, dass der jetzt hinten runterfällt. Gegen die Klimakrise, wissen Sie, gibt es keinen Impfstoff, das muss da viel Geld reingehen. Und es führt auch dazu, dass es etwas Verteilungsgerechtigkeit gibt, damit wir zu einem Gesamtkompromiss kommen. Denn die mittel- und osteuropäischen Staaten sind aufgrund der geografischen Lage, das ist mehr oder weniger historischer Zufall, durch die Corona-Krise selbst nicht so stark betroffen, haben da also weniger Bedarf, haben aber in anderen Bereichen Bedarf und deshalb dient es dazu, das Ganze auszutarieren. Es sind aber die Instrumente, um es auszutarieren. Das Hauptinstrument ist der Wiederaufbau, das Wiederaufbauinstrument selbst, was auch die Möglichkeit gibt, eine gute Mischung aus Zuschüssen und Krediten zu generieren und gleichzeitig langfristig die Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unseres Kontinents zu stärken. Da steckt ja dahinter. Wir wollen verstärkt aus dieser Krise rauskommen, nicht geschwächt. Und deshalb ist die eigentliche solidarische Leistung da anzusehen. Dann, wenn ich noch eine zweite Frage stellen darf. Sie haben eingangs gesagt, dass sich es eine historische Situation, vielleicht ändert sich die Natur der EU-Finanzen. Und dann haben Sie gesagt, dass im Wesentlichen schlägt die Kommission vor, Instrumente zu aktivieren, die es im Wesentlichen schon gibt und die zeitlich sehr befristet sein werden. Jetzt wollte ich nochmal fragen, ob Sie mir in ganz, ganz einfachen Worten, dass ich das so an die Leserinnen und Leser auch weitergeben kann, inwiefern sich die Natur der EU-Finanzen ändert. Sind das die Eigenmittel, die lukriert werden? Werden die bleibend sein? Also erstens ist es der Beschluss, in einer solchen Krise nicht zu kleckern, sondern zu klotzen. Ja, das ist eine solidarische Leistung, dass ich also nicht sage, ich mache ja ein paar Millionen oder ich begebe mich mit diesem, wir haben ja schon ein Paket von 540 Milliarden gerade geschnürt an Krediten, sondern wir machen etwas fundamental Neues. Wir nehmen Geld an den Finanzmärkten gemeinsam auf. Das ist das Wichtigste. Also zusätzlich zum normalen EU-Saldo von 1 Billion ist es, wir nehmen an den Finanzmärkten als Europäische Union gemeinsam Geld aus zu sehr günstigen Bedingungen, spielen also erstmals in der Geschichte unsere gemeinsame Finanzkraft auf. Jeder Mitgliedstaat ist es ja gewohnt, selbst an die Finanzmärkte zu gehen. Wenn wir das aber alle gemeinsam tun,
Das war nicht nur für einen kleinen Betrag, sondern für 500 Milliarden, was also die Hälfte des 7-jährigen Finanzrahmens nochmal on top of it kommt, ist das also eine gewaltige gemeinsame Neuerung, auch wenn sie zeitlich begrenzt wird und durch die Krise gerechtfertigt ist. Aber dass man das tut, wird uns natürlich an den Finanzmärkten und weltweit eine gewisse Sichtbarkeit verschaffen, dass die Europäische Union, eine Anleihe der Europäischen Union, also die kauft man vielleicht als kleiner Investor mal, wenn man irgendwo in Singapur ist, dann hat die auch im Portfolio. Aber wenn da auf einmal 500 Milliarden da sind, ist das doch ein ganz anderes Volumen, auch wenn das nur zeitlich für diesen Moment ausgegeben wird. Aber das ist doch, Sie wissen, solche Anleihen sind dann für 10, 20, 30 Jahre lang im Markt. Also da ist die europäische Flagge weltweit sichtbar. Da kommt noch etwas hinzu. Wir haben zurzeit, was macht in einer Wirtschaftskrise normalerweise ein großer Wirtschaftsraum? Der Finanzminister nimmt Geld in der Hand, verschuldet sich und die Zentralbank kauft die Staatsanleihen an den Sekundärmärkten. Das passiert in den USA. Der Finanzminister begibt Milliarden Geld, um jetzt den Wiederaufbau nach Corona zu finanzieren und die US-Fed kauft das an den Finanzmärkten. In Europa gab es keine europäischen Papiere, die man kaufen konnte. Ich konnte italienische, estnische, österreichische, spanische Papiere kaufen. Es gab ganz geringe Beträge. Christine Lagarde, die ja mitbeteiligt ist, hat in Zukunft die Möglichkeit, diese Anleihen im Wert von 500 Milliarden Euro in ihr Portfolio zu nehmen. Das heißt, wir kriegen auf einmal eine viel kohärentere Wirtschaft und Finanzpolitik in Europa. Sie hatte ja überhaupt, sie konnte ja gar keine EU-Anleihen kaufen. Es gab ja kaum welche. Jetzt gibt es auf einmal welche für 500 Milliarden und es steht ausdrücklich in allen Programmen der EZB drin, sowohl in ihrem alten Anleihekaufprogramm als auch in dem neuen Anleihekaufprogramm über 750 Milliarden, dass die EZB neben nationalen Anleihen auch sogenannte supranationale Anleihen kaufen kann. Aber bisher, wer begibt denn solche supranationalen Anleihen? Es gibt kaum welche. Jetzt gibt es auf einmal für die Zwecke der Corona-Bekämpfung 500 Milliarden Euro. Das heißt, Europa wird hier zumindest für diesen Zeitraum zur Bekämpfung der Corona-Krise zu einer echten Währungs- und Fiskalunion. Das ist zwar jetzt zeitlich begrenzt, aber die Folgen davon, da diese Anleihen ja über Jahre laufen werden, werden wir noch viele Jahre sehen und das wird Europa an den internationalen Finanzmärkten und damit auch geopolitisch eine starke Sichtbarkeit verschaffen, wenn wir das hinbekommen. Und wie gesagt, das sind 500 Milliarden. Alexander Hamilton, das waren 77 Millionen, auf heute umgerechnet 2,1 Milliarden. Also wir sind in einer ganz anderen Größenordnung. Also wenn das damals ein großer qualitativer Quantensprung ist, ist es der jetzige aber zehnfach. Vor allem, weil wir nicht 13 Kolonien sind, sondern 27 nach wie vor souveräne Staaten. Wenn man sowas gemeinsam macht, zeigt das, wie sehr uns die Corona-Krise betroffen hat, die ganze Welt ist betroffen, und wie sehr wir Europäer bereit sind, das jetzt gemeinsam zu stemmen, auch wenn wir uns noch über das Kleingedruckte ein paar Wochen lang streiten werden. Warte, reicht dir das? Gut. Die nächste Frage ist von Klaus Prömpers. Wo und wie findet man in den 2000 Seiten eine Verknüpfung der Mittelvergabe mit der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in NEMA-Ländern, die über den machtlosen Artikel 7 wirklich verbindlich hinausgeht? Also Klaus Prömpers als sehr guter Journalist hat natürlich schon die 2000 Seiten gelesen, die wir im Mai 2018 auf den Tisch gelegt haben. Und da stand über das Artikel 7-Verfahren was völlig Neues drin, nämlich ein Rechtsvorschlag der Kommission, der Teil dieser 2000 Seiten war, dass in Zukunft Gelder aus dem EU-Haushalt nur ausgezahlt werden dürfen, wenn in einem Mitgliedstaat das Rechtsstaatsprinzip gewahrt ist. Und dass die Kommission die Befugnis hat, dem Rat vorzuschlagen, Mittel auszusetzen und dass das mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden kann. Und dieser Vorschlag, den die Kommission im Mai 2018 gemacht hat, ein Rechtsvorschlag, dem das Parlament bereits, das Europäische Parlament und die Mehrheit der Mitgliedstaaten bereits seine Zustimmung erteilt hat, ist integraler Bestandteil natürlich auch des jetzigen Vorschlags. Der Vorschlag ist, wie gesagt, nicht 2000 völlig neue Seiten, sondern 2000 Seiten, die den Vorschlag von 2018 nehmen, in einigen Bereichen weiterentwickeln, Just Transition Fonds habe ich genannt, die 500 Milliarden zusätzlich über die vier Instrumente, Hauptinstrumente und ein paar andere Instrumente. Aber dieser Grundvorschlag, die Grundarchitektur und vor allem dieser Rechtsstaatvorschlag, den Juncker gemacht hat damals, ist integraler Bestandteil auch natürlich des von der Leyen-Vorschlags. Wir fangen nicht von null an, sondern wir bauen auf dem auf, was Kommission, Rat und Parlament in den letzten zwei Jahren bereits erarbeitet haben. Und dazu gehört an integraler Stelle der Rechtsstaatsvorschlag. Und wir haben es sehr begrüßt, dass in dem Papier der vier, und das habe ich in der Presse gar nicht gesehen, dass darüber berichtet wurde, dass ausdrücklich drinsteht, dass das rein muss. Also das ist eine ganz wichtige Sache, dass hier
Österreich ist ja maßgeblich beteiligt daran, dass Österreich hier seiner Brückenfunktion gerecht wird und sagt, ja, wir sind bereit, mehr Geld zu nehmen. Wir sind auch bereit, dass der EU-Haushalt, aber es gehört für uns dazu, auch nach Mittel- und Osteuropa, dass hier die Mittel nicht nur sinnvoll verwendet werden, dass Olaf dabei ist, sondern dass auch die Europäische Staatsanwaltschaft und die Kommission über die Einhaltung des Rechtsstaats diese Unterstützung der vier, die auch hier sich im Papier von Merkel und Macron finden, ist ganz, ganz wichtig. An der haben wir aber auch gar nicht gezweifelt. Dann sowohl die zwei als auch die vier immer fest hinter der Kommission, was das Rechtsstaatsprinzip angeht. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass der Vorschlag, den die Juncker-Kommission zum Rechtsstaatsprinzip bereits gemacht hat, 2018, dass da am Ende kommen wird. Wo sich vielleicht etwas ändern wird, das hat man im Februar in den Verhandlungen gesehen. Die Kommission hatte vorgeschlagen, dass, wenn wir sagen, Gelder sollen blockiert werden, braucht der Rat eine qualifizierte Mehrheit, um die Gelder weiterhin fließen zu lassen. Im Februar hat sich auf Vermittlung von Ratspräsident Michel herausgestellt, dass die Mitgliedstaaten das mittragen, wenn die Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit positiv beschließen, dass das Rechtsstaatsprinzip verletzt und deshalb die mitgliedstaatlichen Gelder eingefroren werden sollen. Also hier ändert sich vielleicht was im Verfahren. Einfache qualifizierte Mehrheit oder umgekehrte qualifizierte Mehrheit, aber nichts am Grundsatz. Und wenn das so kommt, wäre das eine starke Weiterentwicklung. Dann hätten wir neben diesem in der Tat nicht sehr wirksamen Artikel 7-Verfahren neben dem Europäischen Gerichtshof ein sehr, sehr starkes Instrument. Darf ich nochmal nachfragen, wenn das so kommt, aber im Endeffekt heißt es doch, wenn das alles im Rahmen des MFF passiert, dass es einstimmig angenommen werden muss. Und dann haben wir ein Problem. Dann wird also gemeinsam mit Ungarn und Polen, Österreich und Holland gegen eben diese von der Juncker-Kommission in den 2000 Seiten vorgeschlagene Geschichte stimmen. Herr Brockers, das sagen Sie immer in unseren Gesprächen und ich streite Ihnen auch nicht das Recht ab, dass Sie sagen, am Ende muss alles einstimmig beschlossen werden. Das heißt aber nicht, dass das Verfahren selber dann mit qualifizierter Mehrheit stattfinden kann. Und deshalb ist, vielleicht ändert sich das umgekehrte oder einfache qualifizierte Mehrheit. Und natürlich muss am Ende, alle müssen zustimmen, dass es ein solches Verfahren gibt, auch wenn man es theoretisch mit qualifizierter Mehrheit beschließen kann. Aber sonst gibt es halt keinen EU-Haushalt. Und wer sind diejenigen, die am meisten wollen, dass es einen EU-Haushalt gibt? Das sind die Länder, die Kohäsionsempfänger gibt. Deshalb hat sich schon im Februar abgezeichnet, dass wenn das Verfahren von umgekehrter qualifizierter Mehrheit auf qualifizierte Mehrheit umgestellt wird, dass wir dann den Konsens bekommen. Denn der EU-Haushalt wird ja östlich der Grenzen Österreichs nicht als Nettozahler, sondern in anderer Sichtweise gesehen. Also deshalb, ich bin sehr zuversichtlich, dass das kommen wird, sonst gibt es kein Geld aus dem EU-Haushalt und das können sich einige nicht leisten. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das Rechtsstaatsverfahren bekommen werden. Sie wissen auch, dass der niederländische Premierminister nicht zustimmen kann, einem Cent in den EU-Haushalt, wenn das nicht kommt. Also die beste Garantie für das Rechtsstaatsprinzip ist der niederländische Ministerpräsident, der an diesem Vorschlag der Kommission festhalten wird und da auch sein nationales Parlament hinter sich hat. Also dieser Vorschlag wird kommen, Herr Prümpers, das verspreche ich Ihnen. Herr Schießen, Juncker setzt sich durch, das wissen Sie ja. Ja, genau. Genau, ich hoffe, man hört mich. Meine Kamera funktioniert leider nicht. Das ist gut. Ja, also ich habe zwei Fragen. Die erste Frage wäre, Sie haben vorher kurz die Reisefreiheit angesprochen. Wie sollen sich Staaten refinanzieren, wie zum Beispiel eben Italien, Griechenland, Spanien, Kroatien etc., wenn jetzt die Reisefreiheit stark eingeschränkt bleibt, eben aufgrund der Angst vor der zweiten Welle? Und kann man das nicht eigentlich auch schon als eine Art Wirtschaftssanktion durch die Hintertür sehen? Und die zweite Frage ist, was bekommt eigentlich Österreich aus dem Deal heraus, wenn wir jetzt zum Beispiel Gelder an Italien geben? Seit 1947 gibt es eigentlich die UN-Resolution Nummer 16, bezugnehmend auf den Hafen von Triest, da hätte Österreich an sich Organisationsrechte in der Hafenverwaltung, die werden von Italien seit 1954 mehr oder weniger wissentlich negiert. Kann man dann über solche Themen wieder diskutieren oder auch zum Beispiel in der Südtirol-Frage, Österreich wollte ja doppelte Staatsbürgerschaften für seine Staatsbürger ausgeben, da waren die Italiener dagegen, umgekehrt geben die wiederum an die Kroaten und an die Slowenen das wieder aus. Also ich glaube, da gibt es schon sehr viel Debatten, wo man eben sagt, wenn wir schon Geld geben, was bekommen wir dafür? Also sehen Sie, Herr Schießel, da sind ganz viele Sachen, die Sie sagen, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin. Also es geht hier nicht um Italiener und alte Rechnungen oder wir geben Geld.
Die Europäische Union ist ein gemeinsames Projekt. Und Österreich ist einer der größten Nutznießer dieses Projektes, weil es nämlich von Freunden umgeben ist und einen riesen Binnenmarkt hat, in dem ein Viertel des österreichischen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet wird. Also wenn man diese Rechnung aufmachen will, kann man die. Ich rate dringend davon ab. Europa ist ein Friedensprojekt, ein Solidaritätsprojekt und alle wissen das auch. Deshalb ich begrüße das, was in diesem Papier der vier drinsteht, dass man an allererster Stelle dieses gemeinsame Projekt und auch die gemeinsamen Herausforderungen unterstellt. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit, alte Rechnungen aufzumachen, das wäre ganz falsch. Was Österreich davon hat, dass alle starken Staaten um ihn herum etwas zum Wohlstand in Österreich beitreten und zum Frieden in Österreich beitragen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht vernachlässigen darf und was auch nicht vernachlässigt wird. Das weiß die österreichische Regierung, das weiß das österreichische Parlament, das weiß der österreichische Bundespräsident, wie man an den täglichen Äußerungen sehen kann. Es wird sicher noch um das Kleingedruckte verhandelt werden müssen. Das ist auch richtig so, das ist legitim, das gehört in einer solchen Verhandlung dazu. Aber an der Grundfrage, dass wir für die nächsten 7 Jahre gemeinsam erstens die EU weiter wollen, die EU weiter finanzieren wollen und dass wir jetzt auch zusätzlich etwas tun wollen, um diese Corona-Pandemie, der keiner etwas kann, ihre Folgen beseitigen, ist auch richtig. Ja. Beim Tourismus wissen wir auch alle, dass der Tourismus dieses Jahr nicht so stattfinden wird wie in der Vergangenheit. Da werden alle Länder, die vom Tourismus stark abhängig sind, starke Einbußen erleben müssen. Die Europäische Kommission hat das durchgerechnet. Wir können nicht sagen, ja, deshalb machen wir jetzt den Tourismus überall frei. Das empfehlen wir nicht. Wir empfehlen weiterhin, er soll auf epidemiologischen Kriterien basieren, schrittweise und vorsichtig mit Abstandsvorschriften geändert werden. Das führt natürlich zu wirtschaftlichen Einbußen. Und genau deshalb brauchen wir diesen Wiederaufbau, dieses Wiederaufbauinstrument, dessen Mittel natürlich auch in den Tourismus fließen können. Der Kommissar Breton hat vor kurzem hier in einer Videodebatte mit uns hier und Ministerin Schramböck das auch nochmal unterstrichen. Es ist Teil der Wiederaufbaupläne der Kommission, gezielt Geld in die Tourismusbranche, die Dienstleistungsbranche fließen zu lassen, auch in die Gastronomie, die natürlich in einer solchen Gesundheitskrise disproportional leidet. Und auch dazu sind die Investitionen aus InvestEU, aus den Kohäsionsmitteln und aus dem Wiederaufbauinstrument selber da. Und auch österreichische Unternehmen werden davon profitieren können und daran mitwirken können. Denn ja, auch Österreich hat eine sehr starke Tourismusbranche, die dieses Jahr nicht dieselben Gewinne erwirtschaften wird können, wie das in der Vergangenheit der Fall ist. Also insofern, aus dem Gesamten wird etwas raus, wenn man sich die Gesamtperspektive anschaut. Und ich begrüße es außerordentlich, dass die österreichische Regierung sich hier in den letzten Wochen mit vielen anderen so bewegt hat, auch zusammen mit den Deutschen und anderen, dass wir zuversichtlich sind, in den kommenden Wochen einen historischen Kompromiss schließen zu können, der allen gerecht wird und Europa stärker macht. Gibt es noch Fragen im Saal? Fragen der WebEx? Wenn nicht, dann herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme. Ja, alles Gute und bis bald hoffentlich. Und warten Sie noch ein bisschen den Mittwoch ab, wenn Sie die genauen Zahlen sehen. Was ich Ihnen gegeben habe, sind natürlich nur Größenordnung gewesen. Das wird noch verhandelt. In der Kommission verhandeln 27 Kommissare das ganze Wochenende dran. Gio Hahn und Ursula von der Leyen haben die Feder in der Hand und die werden am Mittwoch voraussichtlich so zwischen 14 und 15 Uhr das vor dem Europäischen Parlament vorstellen. Aber die großen Linien sollten Sie jetzt nicht mehr überraschen. Und wir sind zuversichtlich, dass auf dieser Basis wir entweder am 18. Juni oder spätestens im Juli unter den 27 Mitgliedstaaten und mit dem Europäischen Parlament einen gemeinsamen Deal bekommen werden, den wir dann auch schnell operativ schalten können. Vielen Dank für Ihr Interesse, bleiben Sie uns gewogen und wir freuen uns, wir werden sicher vor der Sommerpause nochmal wieder ein Pressegespräch machen und Sie werden dazu natürlich wieder eingeladen werden. Alles Gute, bleiben Sie gesund und halten Sie sich weiterhin an die Vorschriften, es lohnt sich. Dankeschön. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!